Du verdirbst jeden, mit dem du zusammenkommst, demoralisierst ihn, machst ihn kaputt. Gwendoline, Clusens Frau, dann dieser Junge damals. Du verdirbst jeden, mit dem du zusammenkommst, demoralisierst ihn, machst ihn kaputt. Gwendoline, Clusens Frau, dann dieser Junge damals. Lokalnachrichten. Ein tragischer Todesfall hat sich heute Morgen im Südwesten Londons ereignet. Der Chemiker Dr. Alan Campbell, bekannt durch seine Theorie über die Luftverschmutzung, wurde in den frühen Morgenstunden vom Reinigungspersonal tot in seinem Büro aufgefunden. Dr. Campbell war 43 Jahre alt und Leiter der Forschungsabteilung von Petroleum International. Der Tod ist auf eine Überdosis von Schlaftabletten zurückzuführen.